Und da sind wir auch schon wieder im Baumodus von Super Mario Maker. Denn heute kam der Lastwagen mit der nächsten Lieferung, denn jeden Tag kriegt man neue Spielelemente. Da das Spiel so den Einstieg etwas vereinfachen will, weil wenn man wirklich gleich mit so vielen Elementen überschmissen wird, da blickt keiner so leicht durch. Ich glaube, es kommt aber bald ein Patch raus, der dann gleich jedes Element sofort zur Release preisgibt. Aber den habe ich noch nicht unten, deswegen wollen wir uns erstmal mit den neuen Elementen vergnügen. Hier gibt es zum Beispiel auch so eine Plattform. Die kann man dann verbreitern, erhöhen, so um den Dreh. Wow, sieht schon mal recht cool aus. Man kann ja auch überall jetzt Stachelkugeln platzieren, sodass man bei bestimmten Stellen nicht mehr so hoch springen kann. One-Up-Pilze kann man auch ohne Probleme verteilen und auch Sterne. Es gibt neuerdings auch den Gegner Lucky 2. Diesen kann man Gegner in die Hand drücken, wie zum Beispiel dem Sheep Sheep. Dann wirft er mit Sheep Sheeps. Ich will mal kurz zeigen, wie das dann aussieht. Komm, wirf mal deine Sheep Sheeps umher, du kleiner Kerl. Da wirft er sie. Und er hat mich gekillt. War mal wieder logisch. Falls man ihm nichts in die Hand drückt, wirft er eben ganz normal seine Stachelpanzer umher. Er kann natürlich auch mit Bloopern werfen. Das sieht dann natürlich noch witziger aus, liebe Freunde. Werde ich auch gleich mal ausprobieren. Komm, werf mal deinen Bluebaum her. Ich schnappe aber erstmal den Stern, damit er mich nicht killt. Und weg mit dir. Ah, der kann alles umherwerfen, was man ihm in die Hand drückt. Als neuerdings gibt es auch als Gegner die normalen Starry-Panzer. Ich glaube, die kann man auch als Helm platzieren, wenn man sie schüttelt. Dann gibt es hier einen kleinen Mario-Helm. Ich werde mal kurz zeigen, wie das aussieht, wenn Mario den dann aufhat. So. Etwas weiter rüber. So. Mario auch etwas weiter rüber. Und spielen. Jetzt hat Mario nämlich seinen kleinen Stachypanzerhelm auf. Mit dem kann er ohne Probleme Gegner killen. Und auch alles andere, was sich über seinem Kopf befindet. Das kann ich ja mal irgendwie demonstrieren. Vielleicht baue ich einen Goomba über seinem Kopf auf. Oder einen Blooper. Einfach mal ein paar Blooper hier hin, um es mal zu demonstrieren. Überall hier hin. Blooper Army schlägt zu. Oh, ich habe meinen Helm nicht mehr. Den muss ich natürlich vorher auch haben. Komm runter und jawohl. So. Und weg mit euch. Uah. Alle weg. Uah. Man kann sie so richtig umbringen. Uah. Das ist richtig diabolisch, liebe Freunde. Wow. Das ist ein neues Power-Up in Super Mario Maker. Finde ich persönlich schon mal richtig nice. Wo ist denn hier das Ziel? Ich will das auch mal erreichen. Leider kann man so keine neuen Items mehr einsammeln, weil er auch Freunde kaputt macht. Schade, was? Okay, gibt's hier noch andere neue Elemente? Genau, natürlich, die Kugelwillis. Die können entweder normal schießen, man kann die Höhe verändern bzw. variieren. Und wenn man sie schüttelt, werden sie zu den zielensuchenden Kugelwillis. Das heißt, diese suchen sich ihr Ziel selbst. Nein, schnapp ich nicht. Man kann es allerdings auch ziemlich leicht ablenken. Aber naja, das nur so nebenbei. Ich meine, hier gibt es normale Sheep-Sheeps eben. Die können übrigens auch an Land überleben. Und man kann sie von den Grünen zu den Roten verwandeln. Die Roten sind die zielsuchenden Sheep-Sheeps. Das heißt, die fliegen nicht einfach... Was heißt fliegen? Ja komm, man kann sie auch zum Fliegen bringen. Das mache ich einfach mal. Die fliegen nicht einfach hier durch die Welt, sondern die suchen sich dann ihr Ziel. Die fliegen auf ihr Ziel zu und verfolgen es auch. Kann ich ja mal kurz demonstrieren. Komm mal zu mir. Ne, kommt er anscheinend nicht. Doch, kommt er. Jetzt flattert er durch die Gegend. Och, Mann. Er sucht sich nach mir. Oh. Wenn wir im Wasser, wäre es übrigens noch ein bisschen cooler. Ich glaube, man kann ja auch die Wasseratmosphäre aufbauen, oder? Wenn ich hier oben drauf gehe. Und dann auf Wasser. Jetzt sind wir im Wasser. Nett. Mal schauen, wie sich das hier äußert. Oh, jetzt können wir auch hier umher dackeln. Ich will über die Zielflagge drüber. Kann man echt? Man kann echt über die Zielflagge drüber fliegen. Fliegen? Wieso bin ich jetzt in Fliegelaune? Mamma mia, einfach nur erstaunlich. Verfolgt mich nicht. Und die Koopa Army. Die Bloopa Army schlägt mal wieder zu. Oh, ich werde gekillt. Aber bevor ich gekillt werde, breche ich mal lieber ab. Ich denke, das waren alle neuen Elemente. Den Rest kennt ihr ja schon. Ich könnte jetzt auch einfach solche Blöcke hier rein transformieren bzw. reinlegen. Aber ich denke, das ist eher nebensächlich. Es gibt auch diese Wege, die man dann entweder nach oben bewegen lassen kann oder zur Seite. Ich kann ja mal einen zur Seite, einen nach oben, einen nach unten, beziehungsweise da nach rechts und einen nach unten. Dann seht ihr auch mal, was die machen. Die bewegen sich einfach in die dementsprechende Richtung, in die ich sie bewegt hatte oder bewegt haben lasse. Immer so hin und her. Unter Wasser bringt es einem zwar nicht so viel, allerdings ist es schon mal ganz witzig, um ein paar Fakten, beziehungsweise um ein paar Minuten über Land zu überbrücken, beziehungsweise ein paar Sekunden oder ein paar schwierige Stellen. Und dann würde ich sagen, war das der ganze neue Stuff.
Und wir begeben uns jetzt einfach mal in die nächste 10 Mario-Herausforderung, liebe Freunde. Das dürfte sehr knackig werden. Und die Story, denke ich, muss ich wirklich nicht mehr erläutern. Ich habe es in den vorigen Parts immer wieder gemacht. Allerdings, ja, es ist immer dieselbe. Prinzessin Peach wurde wieder entführt von zwei Goombas und Toad ist mal wieder so unfähig, um ihn zu besiegen. Und Koopa, beziehungsweise Bowser. Damals war es ja Koopa, heutzutage ist es Bowser. Will uns natürlich unsere Prinzessin klauen. Was er mit ihr anstellen will, ich wage es gar nicht daran zu denken. Sternenspurt. Dann vorwärts. Wow. Nice. Nicer Dicer. Mega episch. Aber hier kommt nicht viel mehr, oder? Nee, das war alles. Man muss ja einfach nur durchrennen, mit dem Stern jeden Gegner plätten. Und dann hat man ein Level schon abgeschlossen. So will ich das. Das sind alles Level-Ideen, die ihr auch verwirklichen könnt und mir dann einschicken könnt. Ich glaube, ich werde auch mal, nachdem ich hier den Offline-Modus und ein bisschen weiter im Online gespielt habe, mich mal selbst an ein Level ranwagen. Wie nah traust du dich ran? Achso, das... Ich muss mich anscheinend sehr nah rantrauen. Allerdings, ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Okay, komm her, komm her, komm her! Komm her! Nein! Jawohl, weg mit euch! Oh, da oben ist wer. Da unten noch mitnehmen. Dann komm her, komm her, komm her. Dankeschön. One-Up und... Jawohl. War zwar kein One-Up und nur ein normaler Pilz, aber ich meine... Wen stört's? Wir haben den Level geschafft. Ich find's so nice, dass ich die Offline-Level jetzt wirklich so gut hinter mich bringen kann. Weil ich denke, durch die ganzen Online-Level, durch eure Level, bin ich schon ziemlich in Form gekommen. 5-3 Remix Schuh-Gumbas. Gibt's ja Schuhe für uns? Man muss hier anscheinend runter. Und wo gibt's hier Schuhe? Ich meine, wäre ich eine Frau, würde ich mich erst recht freuen. Allerdings als Mann. Naja, Schuhe sind halt Schuhe, ne? Erstmal groß werden. Und da gibt's Schuhe für uns. Wow, gib her. Danke. Wow. Man muss auf sie draufjumpen. Wenn man gegen sie jumpt, verliert man den Schuh leider wieder. Und der kann jetzt sogar fliegen. Nein, das gefällt mir gar nicht. Wobei, ich kann ja auch mit dem fliegen, ne? Wow. Aber auf dem Mannschaft kann man so auch ohne Probleme umherlatschen. Schuhe sind also doch zu was gut. Und? Jawohl, da ist ein One-Up-Pilz drin. Ah, den will ich mir eigentlich gönnen, aber ja gut, gönne ich mir dann einfach mal. Sind wir jetzt schon nah am Ende, ich glaube, oder? Man kann die Schuhe sogar mitnehmen. Wusste ich gar nicht. Wow, da gibt es einen riesigen Schuh. Power-Pilz. Kann ich den irgendwie aktivieren? Power-Block? Ja, ich muss halt aus dem Schuh raus, so. Nein, ich muss aus dem Schuh raus. Nicht wieder da hoch, ich wollte da runter. Aber ich denke, jetzt ist der Schuh weg, wenn ich wieder nach unten gehe. Und ich kann mit den Powerblöcke schnappen und... Jawohl, er ist futsch. Ich muss noch mehr... Ich muss noch mehr wegschaffen. Und jawohl, so kann ich hier durch. Oh, das ist alles so entspannt. Richtig episch. Ja, okay, unbedingt auf die Mansche drauf muss man jetzt auch nicht. Feuerblume für uns. Die gönne ich mir erstmal. Kann ich jetzt auch mit Feuer schießen? Kann ich echt, obwohl ich im Schuh drin bin. Ha. Naja, ich kann die auch... Kann ich nicht? Okay, kann ich nicht. Ich geb's ja zu. Ich kann's nicht. Schon gut. Müsst mich nicht weiter angreifen. Ich weiß schon. Danke. Und? Wo kommen wir heraus? Ah, da oben wäre was Besonderes drin gewesen. Wahrscheinlich One-Up oder so. Konnten wir jetzt leider nicht mitnehmen. Und ich wette, hier kommt noch was, oder? Nicht? Okay, nice. Habe ich mal eine schöne Feuerblume am Ende noch mitbekommen. Diese Level sind wirklich ziemlich simpel. Das gefällt mir. Und jetzt begeben wir uns auch gleich mal in den vierten Level rein. Was erwartet uns wohl hier? 3 Up. 3 Up, Domino. Oh, Wiggler. Wow. Wow, werd nicht aggro, mein Kleiner. Mein Süßer. Oh. Okay, ich verstehe schon. Mit den Wigglern kam ich noch nie so wirklich gut klar. Auch in den neueren Teilen nicht. Und in den älteren gab es hier überhaupt schon. Ja, anscheinend ja doch. Ne? Weil sonst wären sie hier auch nicht, oder? Was ist los mit mir? Ich habe mich nur auf den unteren konzentriert und habe den oberen dann ganz vergessen gehabt. Mamma mia. Ja, wir dürfen hier keine allzu großen Leben verlieren. Ich war noch nie so wirklich... Was? Warum? Warum der Level? Warum der? Ich versteh's nicht. Vorwärts.
Ich spring direkt vor den ran. Was ist denn los? Ich scheitere jetzt ernsthaft an diesem Level. Das kann doch nicht sein. Okay, ich probiere den jetzt einfach mal auszuweichen. Vielleicht ist das ja der Schlüssel zum Erfolg. Geh mal weg. Da will ich killen. Die wollen mich alle killen, wenn ich auf sie drauf jumpe. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir wirklich nicht. Oh. Soll ich jetzt einfach mal... Ja komm, ich probier's einfach. Wow. Huh, geh mal weg. Geh mal weg nach hinten. Schnell, schnell. Danke. Ja komm, hier bin ich schon oben und... Ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Man hätte hier einfach nur den geschickt ausweichen müssen, weil ich denke, wenn man aus der drauf jumpt, macht man sich das Leben nur unnötig schwer. Und was ist das für eine Melodie? Wir haben es geschafft! Woo! Auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat, als ich eigentlich gewollt hätte oder gedacht hätte. Naja, passt schon. Und? Aber den fünften. Wir haben noch 5 Leben und noch 4 Level. Das passt eigentlich, weil ich denke, die werden jetzt nicht mehr so schwer werden. Springe! Oh, ich weiß nicht, ob mir das so gefallen wird. Na, passt schon. Das war kurz und knackig. Nett. Und 3 One-Ups, ernsthaft? Durch diese leichte Aktion? Man kriegt hier echt Leben im Hinterhergeschmissen ohne Ende. Oh, so kann man doch hier gar nicht failen eigentlich. Es ist eigentlich viel zu leicht gemacht worden im Gegensatz zu den Online-Leveln. Da kriegt man hier offline zumindest keine wirkliche Übung. Clown-Kutschen-Kanonade. Ah! Wow, wow, wow! Weg mit euch! Ich will den One-Up-Pilz haben, beziehungsweise den Pilz! Ich will den Pilz! Gib mir den Pilz! Nein, ich will da rein! Danke. Man hätte einfach die Kloschüssel hier wechseln können und dann hätte man auch seinen One-Up-Pilz bekommen, allerdings... Bleib ich lieber bei meiner alten drin. Oh, das ist auch ein innovativer Level, wirklich. Oh, die sind zielsuchend. Naja, jetzt sind wir auch weg. Und ich habe ernsthaft nicht geschafft, wirklich bis ganz an die Spitze zu jumpen. Wie viel Millimeter hatten da bitte schon noch gefehlt? Wie viel Millimeter? Sagt mir das bitte mal. Ach Mann. Ah. Ja gut, weiter geht's. Nur noch 2 Level. Der Part wird eigentlich ziemlich kurz. Obwohl ich am Anfang noch was reingefügt hatte. Naja, 3-1 Remix, unendlich One-Ups. Naja, falls es so kurz wird, zeige ich eben nochmal was. Wow, wow. Komm mir bloß nicht mit dem Gedöns hier. Die wollten mich mit Sicherheit... Ja, ja, die verarschen mich jetzt. Ja, ja, kannst du wen anders auf den Arm nehmen, mein Kleiner. Ich fall da nicht drauf rein. Okay, ich fall da vielleicht doch drauf rein. Wow, die Sounds passen echt. Nein, warum kommt er so schnell raus? Ich hätte damit gerechnet, der verweilt ja noch ein paar Stunden drin. Aber anscheinend ja doch nicht, okay. Hier kommt keiner raus. Hammer, Brüder, ist das euer Ernst? Okay. Das war eindeutiges Okay, das war ein eindeutiges Okay. Ich war optimal vorbereitet, Freunde. 3-1 Remix, unendlich One-Ups. Man kriegt ja echt unendlich One-Ups irgendwie. Aber wie genau das funktioniert hat, weiß ich leider nicht mehr. Beziehungsweise weiß ich überhaupt nicht. Ich weiß nur, dass es so ein Level gab. Weil wie gesagt, die alten Teile habe ich wirklich nie gespielt gehabt. Ich habe das ganz alte Mario Brothers auf den 3DS geschenkt bekommen, weil ich ihn ja als erstes hatte, oder mitunter als erstes. Und da hatte Nintendo uns als Entschädigung, glaube ich zumindest mal, 10 Gameboy-Spiele und 10 NES-Spiele geschenkt gehabt. Ich weiß nicht warum, auf jeden Fall fand ich, das war eine sehr großzügige Aktion. Und da habe ich das alte Mario Brothers geschenkt bekommen und habe es mal ein bisschen gespielt gehabt. Bin, glaube ich, bis zu Level 1-4 gekommen. Danach hatte ich keine wirkliche Lust mehr. Ich weiß, ich schlag mich, aber ich hatte da wirklich keine großartige Lust mehr drauf. Und ja, obwohl man das Speicherpunkt erstellen konnte, das heißt sowas wie Save States, ich hatte einfach nicht wirklich die Lust, da deutlich weiterzumachen. Und ja, aber hier ist es was anderes, weil hier sind es ja wirklich sehr innovative Level. Und weg mit dir. Danke, gerade in letzter Sekunde noch weggegangen. Die ganzen Goombas, was wollen die von mir? Seid doch fies. Hier oben kommt keiner raus, oder? Aber die ganzen Hammerbrüder da drüben, wie komme ich da am besten vorbei? Jetzt jumpt er ganz nach oben. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Das sind 2, ich weiß es. Komm, jump mal nach unten. Jump mal nach unten. Kollege. Kollege. Oh, die wollen mich verarschen. Und ich jump direkt in den Hammer rein. Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich da vorne bei den Hammerbrüdern bin. Das dürfte etwas schwieriger werden. Okay, jetzt sind wir wieder bei den Hammerbrüdern. Und kann man... Nein, kann man nicht. Weg mit euch.
Weg mit dir! Jawohl, ich hab sie noch besiegen können. Wow, Feuerblumenhals. Trost dafür, dass wir hier so lange gehangen haben. Kommt hier noch mehr? Anscheinend. Okay, muss man sich hier für irgendeinen Weg entscheiden oder so? Nee, ich glaube nicht, oder? Nee, das wäre auch irgendwie komisch. Okay, ist hier irgendwie noch was drin? So ein Power-Up oder so? Ja, echt, aber nur ein Pilz. Ja gut, einen Pilz brauchen wir nicht. Wir haben hier eh schon das Feuerblumen-Power-Up. Hier kommt schon das Ziel, oder? Anscheinend. Ja, da wollte ich mal sagen, versuchen wir mal die Zielflagge zu erheben. Jawohl, One-Up. Das lief doch schon mal ganz gut, liebe Freunde. So kann es weitergehen. Oh, und meine Haare, die liegen auch schon mal, ja. Optimal, würde ich mal behaupten. Naja, passt schon. Ich muss halt voraufnehmen. Gleich aufgestanden. Angefangen voraufzunehmen, liebe Freunde. Bowser auf der Flucht. Flüchtet er jetzt ernsthaft vor uns? Macht er echt? Was ist denn los mit dir? Ich brauche den One-Up-Pilz. Bowser, du knackiger Bursche. Yoshi! Yoshi! Yoshinski! Nein! Yoshinski! Ich wollte Yoshinski haben. Ich wurde total von dieses Yoshi-Ei abgelenkt. Ich glaube, ich sollte mich eher darauf konzentrieren, nur zu überleben. Anstatt Yoshi hinterher zu jagen. Wäre vielleicht eine bessere Wahl, oder? Was meint ihr? Glaub schon, oder? Ja. Und Bücken nicht vergessen. Oh, Yoshinski. Haarscharf am Kopf vorbei. Meine ersten Härchen wurden schon abgebrutzelt. Und? Yoshinski! Yoshinski! Ich hab gesagt, Yoshinski, komm mit! Nein, eben nicht. Ah, wäre bestimmt eine coole... War da nicht irgendwie Grund unter seinen Füßen? Nicht? Geht eben baden. Ich glaube, der mag Lava, weil ansonsten wäre er da nicht so freiwillig baden gegangen. Och Mann, hätte ich Yoshi mitgenommen, wäre am Ende vielleicht irgendwas Besonderes gekommen oder hätte er mir irgendwas Besonderes gesagt gehabt. Schade. So kam der Standardspruch von Liebe Tod. Aber Mario, Prinzessin Peach wurde in eine andere Festung gebracht. Tut mir leid, das ist ein Neuer. Fortsetzung folgt, liebe Freunde. Haut rein und ciao.